Einen wundervollen Tag wünsche ich euch und willkommen zurück bei Mali in Europa Universalis 4. Das letzte Mal haben wir aufgehört mit den Vorbereitungen für eine Invasion in Asien. Denn wir haben gesehen, dass die Ming sehr anfällig sind momentan und deswegen schicken unsere Kolonialisten nach Taiwan. Nachdem wir Hawaii und ein paar pazifische Inseln schon kolonialisiert haben, ist das der nächste logische Schritt. Wir schauen immer mal wieder, wie es mit Spanien aussieht, denn das ist unser großer Rivale, den wir unbedingt besiegen müssen. Platz 2 momentan ist Spanien, glaube ich, zu dem Stand. Wir können ein paar neue Richtlinien, ja, wie sagt man, ein paar Richtlinien haben wir freigeschalten, dadurch, dass wir auch die Quantitätsideen jetzt abgeschlossen haben. Und die haben wir auch direkt verfügt. Und das habe ich noch nie gesehen hier. Minus 110 jährlich. Ich habe geguckt, ob das dann pro Monat runtergeht. Aber wie ihr seht, nein, es geht nicht runter. Es geht so immer noch hoch. Und zwar dadurch, dass sie bankrott sind. Ich habe noch nie gesehen, dass jemand, der kolonialisiert, bankrott gegangen ist. Und deswegen fand ich es so spannend. Währenddessen ist Benin annektiert worden, langsam und Stück für Stück für uns. Und da wir Sachen haben wie Dominanz im Elfenbeinhandel und Dominanz im Sklavenhandel und sowas, kriegen wir ganz gute Boni. Und durch den Elfenbeinhandel, wenn man da die Dominanz hat, dann kriegt man plus 2 diplomatische Reputation. Dadurch gehen die Annexionen relativ zügig. Aber hier sehen wir schon das erste Problem: Wir haben keine Seeleute mehr. Null. Wir haben Kriegsschiffe gebaut, um eben gegen die Ming vorzugehen. Aber allein die, ja, wie soll ich sagen, allein die Seeroute von Westafrika nach Taiwan hat uns so viele Seeleute gekostet. Ja. Wir haben versucht, vielleicht Handelsregionen zu chartern, hat aber auch nicht funktioniert. Dann haben wir hier Militärzugang und geholt bei Daiwet oder so, Daiwet oder so. Aber das hat nicht funktioniert. Also nochmal Kommando zurück, alle nochmal auf Taiwan, unsere Invasionsarmee. Und sind dann dort, sind wir dann gelandet auf dem chinesischen Festland, haben direkt auch erobern können, 2 Provinzen, auch die Zielprovinz. Und hier kommt es zur ersten Schlacht gegen Soldaten der Ming. Gar kein großes Problem, obwohl sie gar wirklich nicht schlecht da waren, aber wir haben es trotzdem geschafft. Ihr habt es gerade gesehen, entwicklungsmäßig ist das wunderbar. Was ich hier geplant habe, ist, dass wir die Küstenregion nehmen, eben auch für die Seeleute, und uns einen Vasallen erschaffen, vielleicht respektive eine Mark, und diese eben im Landesinneren dann für Ordnung sorgt. Und dann habe ich hier ein bisschen liebgeäugelt, welchen Vasallen könnte man dann entlassen und welche Provinzen schlau zu nehmen. Und dann haben wir uns hierfür entschieden und Ning ist unser Vasall geworden. Den haben wir auch direkt konvertiert zum Islam. Religion wurde hier erzwungen. Denn natürlich wollen wir den Islam weiter verbreiten. Und hier finde ich super, wir könnten Content vom Königreich zum Kaiserreich übergehen. Schöne Sounds, schöne Sache. Und dann auch die Mission erfüllen, die damit einhergeht. Hier seht ihr, wir gehen weiterhin in Asien vor mit unseren Kolonialisten. Und zwar eben in den Philippinen. Und hier eine afrikanische Division. Denn was jetzt passiert, habe ich wirklich lange, lange darauf gewartet. Und ich habe mich wirklich gefreut, als es dann endlich mal passiert ist. Also wirklich habe ich mich darauf gefreut, denn ihr seht's: Krieg mit Spanien. Und für mich, das war wirklich, ja, ich war ein bisschen sprachlos. Ich habe mich gefreut, ihr seht, Platz 1, 2 und 3 der Großmächte kämpfen hier gegeneinander. Wir haben unsere Männer bereit gemacht. Ich war wirklich bereit, also ich habe mich darauf gefreut, diese Kampagne zu spielen. Wir haben einen Kriegsgrund fabriziert, fungiert und waren eigentlich damit bereit, im März den Krieg zu erklären, im Frühling gegen Spanien. Wir haben alle unsere Verbündeten dabei, über 1 Million Soldaten und Rekruten sehr auf unserer Seite. Und ihr seht es an der Zahl, wenn das kein Weltkrieg-Prototyp ist, dann habe ich keinen jemals besseren gesehen. Ciao, ciao.